Die Verteidiger der zu lebenslanger Haft verurteilten Hauptangeklagten im NSU-Prozess Beate Zschäpe wollen gegen das Urteil vorgehen. Aus unserer Sicht ist das Urteil falsch und wir werden dagegen Revision einlegen. Zschäpes Anwalt Matthias Grasel erklärt, die Verurteilung sei juristisch nicht haltbar. Zschäpe sei nachweislich an keinem Tatort gewesen. Zschäpe war als Mittäterin an den Morden und Gewalttaten des rechtsextremen nationalsozialistischen Untergrunds zur Höchststrafe verurteilt worden. Das Gericht verhängte eine lebenslange Freiheitsstrafe und stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest. Ich denke, die Verurteilung von Frau Zschäpe zu lebenslanger Haft inklusive Feststellung der besonderen Schwere der Schuld ist konsequent und richtig. Frau Zschäpe ist nicht eine Frau, die leider zur falschen Zeit am falschen Ort war, sondern sie ist eine Nationalsozialistin, Rassistin und Mörderin. Über die Revision muss nun der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entscheiden. Gegen die mitangeklagten 4 NSU-Helfer verhängt das Gericht mehrjährige Haftstrafen. Die höchste Strafe von 10 Jahren erhält Ralf Wohleben wegen Beihilfe zum Mord. Er soll die für 9 Morde verwendete Pistole beschafft haben. Der Zelle werden 10 Morde, 2 Bombenanschläge und 15 Raubüberfälle in der Zeit von 1998 bis 2011 zur Last gelegt.